Gibt es die perfekte Uhr oder gibt es nur eine perfekte Uhr für mich? Und falls ja, wie muss sie aussehen? Darum geht es in diesem Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Zum einen möchte ich euch die Frage aufzeigen, was für mich eine perfekte Uhr ist. Zum anderen geht es mir in diesem Video aber auch darum, wie euch das Ganze drumherum gefällt. Ich habe nämlich die Lichteinstellungen etwas verändert und würde gerne wissen, ob euch das gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann kann ich wissen, ob ich in diesem Stil weitermachen kann oder ob das andere, hellere, ausgeleuchtete für euch besser war. Ja, was ist für mich eine perfekte Uhr? Lass mich damit anfangen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dieses Video zu machen. In einigen Kommentaren habe ich gelesen, mir gefällt dies oder jenes nicht, das ist nicht perfekt, die Uhr hat kein Manufakturwerk. Unterschiedlichste Gründe, weswegen ihr Uhren, die ich besonders toll fand, nicht so toll fandet und was ihr auszusetzen hattet. Dann habe ich überlegt, was macht für mich eigentlich eine wirklich tolle Uhr aus? Und habe da eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht. Und habe dann gemerkt, dass ich bei mir anfangen muss. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und was passt dann auch zu mir entsprechend? Ich bin nicht besonders groß, unter 1,80. Ich bin sehr stark übergewichtig. Ich kleide mich nachlässig, leger. Ich habe mit Anzügen nichts am Hut. Ich bin so der bodenständige Typ. Ich trinke lieber Bier statt Champagner. Ich esse lieber Pizza statt Kaviar. Mir ist völlig wurscht egal, ob die Farbe des Gürtels zu den Farben der Schuhe, zu der Farbe des Uhrenarmbandes passt. Ich muss mich einfach wohlfühlen, die Sachen müssen bequem sein und zweckmäßig. Das ist so meine Grundeinstellung. Ja, und dann sollte die. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich bin sehr, sehr vielfältig interessiert. Ich schnupper mal links, mal rechts, ganz viele verschiedene Themen, ob das vielleicht ein bisschen Philosophie ist, Naturwissenschaften. Ich gucke überall mal rein. Allerdings höre ich so bei 70% meistens auf. Dann habe ich für mich persönlich genug. Der Aufwand, noch tiefer einzudringen, auf 100% zu kommen, ist mir viel zu hoch. Ich habe also lieber mehrere Themen, die ich überdurchschnittlich gut abdecken kann, als dass ich ein Thema habe, was ich hundertprozentig in der Tiefe abdecken kann. Ja, und ich glaube, das spiegelt sich auch in den Uhren wider, die ich gut finde. Eine Uhr muss für mich zweckmäßig sein. Und zweckmäßig beinhaltet für mich ein paar ganz wesentliche Punkte. Zum einen, sie muss wasserdicht sein. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und zwar mehr als 5 Bar, 10 oder 20. Alles unter 10 Bar finde ich toll, trage ich auch mal, aber ist für mich ein Stück zu weit weg von der für mich perfekten Uhr. Die Uhr muss sehr gut ablesbar sein. Es darf also nicht zu viel Ablenkung auf dem Ziffernblatt sein und sie muss eine vernünftige Leuchtmasse bei Nacht haben. Sie sollte ein Saphirglas haben, damit sie nicht zu schnell zerkratzt. Und für mich gehört auch dazu, dass sie in meinem Rahmen ersetzbar ist. Und ersetzbar bedeutet zum einen, es muss sie noch geben. Es sollten keine Vintages sein. Ich schneide das jetzt bewusst nicht raus. Es sollten keine Uhren sein, deren Produktion eingestellt worden ist. Insofern sind doch limitierte Serien für mich toll, super interessant, aber eben nicht über die Schwelle der perfekten Uhr hinweg, denn wenn an diese Uhr was drankommt, könnte ich sie nicht ersetzen und das würde mein Trageverhalten im Alltag beeinflussen. Und der Preis der Uhr muss so gestaltet sein, dass ich es mir leisten kann, sie zu ersetzen. Gleiches gilt übrigens auch für die zukünftigen Kosten bei Revision, Service, Wartung. Deshalb gehört für mich zu einer perfekten Uhr, zu einer für mich perfekten Uhr auch ein Standardwerk, ein Manufakturwerk wäre mir auf Dauer zu teuer in der Wartung und ich würde mich auch in eine zu große Abhängigkeit zum Hersteller begeben. Insofern ist meine Uhr also wirklich eine vergleichsweise günstige Durchschnittsuhr, die robust ist, wasserdicht und gut ablesbar. Ich kann dann auch sehr gut darüber hinwegsehen, wenn die Biegung der Endlinks des Stahlbandes nicht 100% mit der Form des Gehäuses übereinstimmen, wie das bei Guinan oder bei Zinn teilweise der Fall ist. Das stört mich nicht. Das sind für mich die 30%,
die ich auch in meinem privaten Leben nicht gehe, weil mir der Aufwand zu hoch ist. Wenn es zu 70% passt und alles andere gut ist, bin ich super zufrieden damit und kann die Uhr auch bedenkenlos im Alltag tragen. Mich würde wahnsinnig interessieren, was für euch eine perfekte Uhr ausmacht, welche Kriterien ihr anlegt und wie ihr das seht, ob euch diese Schwelle zu niedrig ist, ob ihr deutlich mehr von einer Uhr erwartet, ob sie technisch perfekt ist und wie ihr das seht, welche Uhr zu euch, zu eurem Typ und in euer Leben passt. Ich bin sehr gespannt, aber noch viel mehr bin ich gespannt auf eure Kommentare zu meinem neuen Lichtkonzept. Bis dahin, tschüss, euer Axel.